Des Himmelshöhe glänzet, 2002, mit Marc Sabbat und Ekkehard Windrich, Geigen, und Eko Morikawa, Sopran. Also ich habe mich eigentlich nie, seit ich 19 bin, abfinden können mit der Vorstellung, die für meine Arbeit die Töne atonal zu ordnen. Sondern immer war da dieses Gefühl, es muss auch diese tonale Ordnung geben in dem Geflecht der Töne, die ich eben zusammensetze, zusammenschreibe. Und egal, wie stark man da rebellieren muss, habe ich gefunden, gegen den Mainstream des 20. Jahrhunderts, der natürlich eben die Basis der Befreiung der Dissonanz seit Schönberg und ja schon etwas vorher, die eigentlich eine eben die atonale Ordnung war, was für mich ja eine Konsequenz eigentlich des Stimmungssystems ist, nämlich der gleichstufig temperierten Stimmung, die wir seit 1840 etwa sozusagen als die allgemein akzeptierte Form des Tonsystems in der westlichen Musik haben. Diese Vorstellung von einer tonalen Ordnung von Tönen, die hat mich von Anfang an beschäftigt. Das war noch vor der in Anführungsstrichen neoromantischen Phase, die dann mit den Mozart-Variationen losging. Wann war das? 76, 1976. Also in der ersten Hälfte der 70er Jahre, da war ich 19, 18, 19, 20, 21, also viel ruhiger, introvertiertere Musik damals, wo das eigentlich schon wie im Keim alles schon da war als Vision. Wobei das nicht der Grund ist, nicht das, worauf man spekuliert, sondern es läuft ja mehr, dass man gar nicht anders kann. Man verfolgt seine Idealvorstellung, seine Wertvorstellung, einfach das, eigentlich, was einen fasziniert, die Dinge, die einen anziehen, bei einer, ja, übermenschlich stark, magisch, das muss man einfach tun. Und das ist in der Tat dann, Gott sei Dank, anders als die Klasse sowieso macht. Schon als ich jung war, mit 19, habe ich sofort bei der ersten Begegnung mit der Szene, also erste Mal Darmstadt und so, ne, habe ich das gecheckt, dass ich ja nicht Familienmitglied sein kann. Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht etwa das komponieren, was unter neuer Musik verstanden wird. Dann ist es ja nicht neu. Alles andere würde mich kalt lassen. Also ich muss diese Sachen machen, die mir in den Sinn kommen. Und die kommen eben nicht aus der Mitte der Szene. '74, gibt es ein Stück, das heißt Naturtöne, für zwei Flöten, also Flöte, Altflöte, die wie Solisten sind, mit Mikrotönen. Da habe ich auch schon mal, was ich jetzt gerade wieder mache, für die kommende Plain Sound Sinfonie, die ich für François Bender und das Orchester des Bayerischen Rundfunks schreibe, also für Dezember 2005. So habe ich damals schon mal bei den Flöten, also die Möglichkeiten der mikrotonalen Fingersätze kartiert. Da spielen zwei Flöten in mikrotonalen Melodien auch und die Begleitung sind einfach ist ein Streichorchester oder solistische Streicher. Die spielen nur natürliche Flageolets und da habe ich also auch eine Klangwelt schon, die sich aus der Summe des Repertoires der Naturflageolets auf den leeren Seiten ergibt, wo diese ganzen tonalen Bezüge da sind. Und dieses selbe Tonmaterial begegnet mir ja jetzt auch wieder. Wenn ich für das Streichorchester schreibe, immer gibt es die leeren Seiten, die man braucht als Orientierungshilfe.
Tristan-Intonation am Orthotonophonium 2001. Wir lernen an dem Klavier. Gehörbildung, so ein Unsinn, wird seit 150 Jahren in den Musikhochschulen immer nur am Klavier gemacht, wo nichts richtig gestimmt ist. Und dann ist es kein Wunder, dass wir denken, ja, das sind die 12 Töne. Also wir haben die sozusagen für bare Münze genommen. Dabei ist es nichts anderes gewesen als wahrscheinlich eben letztendlich doch die beste Art, so ein Klavier zu stimmen. Ich habe da für dieses Festival Neuer Stimmungen von Studio 99 veranstaltet hier im Musikinstrumentenmuseum, hatte ich einen kleinen Kompositionsauftrag gekriegt. Nee, und zwar ein Stück zu schreiben für das Orthotonophonium, was da steht. Also dieses Instrument, ein Harmonium, wo man mit Füßen treten muss, gebaut 1914, von Arthur von Oettingen entworfen. Wie kann ich das Tristan-Vorspiel auf diesem Orthotonophonium, auf diesem Harmonium mit 53 Tönen pro Oktave spielen? Also welches von den 5 Cs und 5 Cs muss ich denn nun jeweils nehmen? Ich musste mich ja entscheiden. Also zwischen diesen jeweils ein Komma auseinanderliegenden Tasten. Das war schön, mal diese Kiste da so 6 Wochen kennenzulernen. Und eben natürlich die Wagners Musik 6 Wochen kennenzulernen und dann eben zu merken, wie diese Intervalle zusammen, also da Anwendung finden eigentlich bei Wagner. Für mich tolle Entdeckung, die hat irrsinnig Spaß gemacht, wie radikal der Wagner, dieser olle Wagner, von dem man ja weiß, dass er am temperiert gestimmten Klavier komponiert hat. Der hat immer, das weiß man ja, er hat seine Sachen alle so komponiert, dass er da gesessen hat und rumgefingert. Aber der hat eben nicht sozusagen das zwölftönige Denken im Kopf gehabt, sondern er hat es hingekriegt, auf dem temperierten Klavier herumzufingern und die Klänge,
die er ja für Orchester geschrieben hat, doch als reine zu empfinden. Und was merkt man einfach, wenn man sich die Mühe macht, diese hochchromatische Musik zu stimmen, die Intonation festzulegen, man merkt, dass er das alles vorgesehen hat. Also der war in der Lage, diesen geistigen Spagat zu schaffen. Und dass das möglich ist, übrigens, erlebe ich jetzt auch wieder, weil an meiner eigenen Arbeit. Ich schreibe für diese hunderte von Mikrotönen, setze mich aber auch öfters an mein temperiertes gestimmtes Klavier, gleichstufig temperiert gestimmtes Klavier. Und da mache ich genau das. Ich höre das in temperierter Stimmung und denke mir die Stimmung dazu. Und das geht so weit, dass ich zwei C-Durs, die ein Komma auseinander sind, mir sogar vorstellen kann, obwohl ich sie als gleiche Töne spiele. Und genau so muss der Wagner das gemacht haben. Er hat gefingert da auf dem Klavier, aber die Feinstimmung hat er im Gehirn dabei vollzogen und mitkomponiert. Da bin ich total sicher nach dieser Erfahrung. Das ist eigentlich, was dabei rausgekommen ist bei dem Stück. Klang auf Schönberg La Monte Young für Streichtrio mit Ringmodulation. Marc Sabat mit Julia May und Michael Moser. Das Wort Verfeinerung zunächst einmal impliziert vielleicht, dass man etwas, was schon da ist, weiter verfeinert. Und in gewisser Weise stimmt das. In anderer Hinsicht erlebe ich eigentlich diese Bemühungen um die natürliche Stimmung und die Verfeinerung der Tonhöhenkontrolle zugleich auch als etwas beinahe kategorisch Neues, also einen neuen Fokus, der allerdings Rückbezüge hat auf Spielerfahrungen natürlich, die schon da waren. Auf jeden Fall ist es auch eine Fortschreibung, das stimmt. Wenn auch vielleicht nicht immer die des gerade jüngst Dagewesenen, sondern es kommen natürlich auch Erfahrungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dazu, eben die insbesondere die Einführung der Mikrointervalle, der Vierteltöne erst und dann eben auch Achteltöne bei Nono und so weiter. Alle haben wir, auch ich habe in den 70er Jahren schon sofort mit Mikrotönen gearbeitet, damals mehr als Verschmutzung eigentlich von tonalen Harmonien empfunden, denn als eine Fokussierung. So gesehen ist die ganze mikrotonale Musik oder auch Spieltechnik ist ein Kind auch der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber mindestens so sehr in der Form, wie ich versuche daran zu arbeiten, im Rückbezug auf die Zeiten, wo man präzis intoniert hat und die Klänge in dieser Form, die damals noch einfacheren Klänge, in Fokus gebracht hat. Und jetzt wäre es der Versuch, wirklich komplexere Klänge genauso gut zu intonieren, wie man früher die Dreiklänge halt bloß spielen konnte. Also wirklich die Konsonanz, den Konsonanzbegriff, die Konsonanzerfahrung zu erweitern oder zu verfeinern. Man kann jetzt nicht so weiterschreiben wie vorher. Also die Textur muss sich ändern, indem die Intonation in den Fokus rückt. Das entsteht eine neue Musik. Man braucht ein bisschen mehr Zeit. Also es gibt eine Tendenz dazu, mit Sicherheit, dass man ruhige, langsame Musik hat. Aber bitteschön, das war jetzt in den letzten 20 Jahren sowieso, weil der Nono so groß war, die späte Nono-Musik, die so ruhig ist, war es ja geradezu eine primitive Mode in der neuen E-Musik hier, so diese langsame Zeit.
oft ohne irgendwelchen Sinn. Aber wenn die Intonation dazu kommt, dann braucht man die Zeit und dann hat auch diese Ausdehnung wirklich wieder eine Bedeutung, die sie natürlich bei Nono gehabt hat und bei Feldmann, ganz klar. Aber in den epigonalen Stücken, die so 10, 20 Jahre jetzt oft hergestellt wurden, gibt es eine vollkommene Entleerung auch dieser Verweildauer. Und mindestens mit der Intonation wäre da eine Möglichkeit da, wie man diese Ausdehnung in der Zeit auf eine neue Art möglich machen kann. War tatsächlich nötig, auch eine neue Notation zu entwickeln, ein Notationssystem, um die Stimmung jedes Tons mitzunotieren. Also tatsächlich ist es so, dass ich in den letzten Jahren diese Notation verwende, die ich übrigens zusammen mit meinem wunderbaren Kollegen und Freund Marc Sabat, der Geiger und Komponist ist, zusammen entwickelt habe. Das benutzt eigentlich als Basis die Notation, die Hermann von Helmholtz, der Physiker, 1863 in dem Buch Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, so heißt das Buch, Die Lehre von den Tonempfindungen. Er hat also untersucht, wie wir überhaupt die Musik hören. Es ist wirklich die Grundlage der modernen Akustik, die er da geliefert hat. Und in diesem Buch hat er eben eine Buchstabennotation verwendet, wo er diese Abweichung des syntonischen Kommas, 21,5 Cent, das ist etwa ein Fünftel eines Halbtons, ausnotiert, indem er einfach einen Strich macht über den jeweiligen Tonbuchstaben. Also der C-Dur-Akkord, der sieht dann eben so aus, C, E-Strich, G. Dieses System ist total einfach und funktioniert einfach perfekt für das traditionelle Tonsystem aus Quinten und Terzen. Also da kann man alle Töne in reiner Stimmung perfekt notieren. Mit diesem einen Strich, den man über oder unter den Buchstaben macht, je nachdem, ob es eine Erniedrigung oder eine Erhöhung um ein syntonisches Komma sein soll. Was ist Harmonie? Also natürlich ein Riesenthema. Könnte ich erstmal sagen, muss ich schnell mal sagen, Lamonte Young würde sagen, Harmonie ist periodischer Schall. Das stimmt nur insofern als ein idealistisches Modell der realen physikalischen Wirklichkeit erlaubt ist, zu denken und auch sehr erhellend sein kann, wenn man Recherchen macht, also versucht zu untersuchen, wie sich die Dinge verhalten. Also als eine gewisse Vereinfachung, weil wirklich periodischen Schall kann nur ein Computer herstellen. Wir haben das ja simuliert mit Computern auf 10.000stel Cent genau, also einen Millionstel Halbton genau, also eine Bach-Intonation gemacht. Und das war sehr spannend, weil man dann die Phänomene, die in der harmonischen Intonation eine Rolle spielen, besonders gut studieren kann. Aber das klingt dann natürlich wie gestimmte Kreissägen beinahe. Da ist dieses Rollen der natürlichen Stimmung ist dann einfach so brutal scharf geschnitten, dass man das auch nicht mag.
schöner ist es eben in dem Bereich der minimalen Abweichungen, die man mit Instrumenten erreichen kann, wenn man sich bemüht, möglichst präzis zu intonieren. Ich habe also gesagt, periodischer Schall. Und damit habe ich eben angesprochen, was für den Spieler sehr, sehr wichtig ist. Weil man muss, wenn man diese feine Intonation praktiziert und recherchiert, muss man einfach wirklich sehr, sehr gut hineinhören in die Klänge. Und da hört man eben dann, wie die verschiedenen Intervalle, Zusammenklänge auf verschiedene Art rollen, wenn man den Fokus der Intonation zustande kriegt. Also man hört tatsächlich, das ist schon phänomenal, man hört tatsächlich die zwar nur minimal mit Interferenzen überlagerte Periodizität, man hört das Rollen, wie sich die Wellenmuster wiederholen. Man hört das, also es sind sehr, sehr schnelle Perioden, aber man hört, wie die rollen. Das ist das eine. Das andere, was ist Harmonie? Das sind eben zwei Tonhöhen, zwei Töne, die so gestimmt sind. Also das Beste ist immer, man stellt sich einen Doppelgriff auf einer Geige vor, dass die Kontrolle der beiden Tonhöhen sich danach richtet, wie die Substanz der Einzeltöne eigentlich beschaffen ist. Das heißt, jeder Einzelton, etwa eine D-Seite auf der Geige, das ist ja nicht ein Ton, sondern das ist ja ein Akkord, ein Klangzusammenhang, nämlich aus den Obertönen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu dieser D-Seite eine Terz spielen will, auf der Nachbarseite, sagen wir ein Fis, dann ist jetzt die natürliche Intonation eigentlich die, ich möchte hier bei dem Wort natürlich bleiben von Helmholtz. Die natürliche Art, dies Fis zu spielen, ist tatsächlich genau das Fis zu spielen, was in der D-Seite ja schon da ist, als fünfter Oberton. Ich kann es hören, zwei Oktaven und eine kleine Terz. Über dem D höre ich das Fis. Wenn ich jetzt ein Fis dazu spiele, warum, bitteschön, soll ich es denn anders spielen, als genau so, wie das Fis schon da ist? Aber die temperierte Stimmung bedeutet, dass man es mit Absicht anders spielt. Und die reine Stimmung oder die natürliche Stimmung wäre der Versuch, also dieses Fis dann genauso zu spielen, wie es schon da ist. Dann kriegt man ein wunderschönes, ruhiges, nicht oder nur sehr langsam schwebendes Unisono, da oben zwei Oktaven höher und eine Terz höher über dem D. Zwar die beiden Fisse, nämlich der fünfte Oberton der D-Seite und der vierte Oberton des Fisses, was ich jetzt gerade greife, bilden einen schönen Einklang, der ganz ruhig abfließt, wie Helmholtz das immer nennt. Der Klang fließt ab. Helmholtzfunk Aleph B für zwei ringmodulierte Klaviere in natürlicher Stimmung und zwei Sprechstimmen 97-98. Auf Gott stellen,
Same place. Jetzt erleben Sie genau dasselbe, was gestern zweimal bei der Generalprobe. Das war für mich eine irrsinnig tolle Sache in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, also Ende 40 für mich. Noch mit Live-Elektronik massiv anzufangen und diesen Einstieg noch zu finden. Ich besaß keinen Computer Mitte der 90er Jahre. Ich habe erst einen Computer seit Januar 2000. Und seitdem habe ich nun die Möglichkeit, selber ein Studio, und bin unabhängig von dem großen Freiburger, wunderbaren großen Freiburger Institut, wo man sich aber immer anmelden muss, wo ich ein paar Mal anfangs arbeiten konnte. Und jetzt kann ich aber das zu Hause machen. Es war diese Live-Elektronik erstens, ja, sowieso, das ist klar, wie für jeden ein neues Material, aber für mich hat das gezündet eigentlich genau im Kontext dieser Klangforschung und der Bemühung um die präzisere Intonation oder um die Untersuchung der timbralen Konsequenzen von einer Präzisierung der Stimmung, der Intonation. Also indem man ein Intervall fein in der Größe verändert und feinstellt, verändert man zugleich die Klangfarbe. Eben jedes reine Intervall hat eben eine Farbe und ein Feeling. Und diese Untersuchungen waren ja sehr ergiebig mit Computern, also auch mit künstlichen Klängen und mit dem Einsatz des Computers auch mit Instrumenten zusammen. Naturgesang mit Fröschen und Rotbauchunken. Am 1. Mai habe ich die Aufnahme gemacht. 2000, da hatte ich gerade meinen Computer neu und war in Wiepersdorf, habe den ausprobiert und kennengelernt und insbesondere dieses Max MSP gelernt, dieses Musikprogramm. Und dann waren eben die Frösche da als sozusagen das idealreichste Klangmaterial, was man als Grundlage nehmen kann für eine Klangumwandlung generell. Ne? Also so ein wunderbar reichhaltiges, rhythmisch, also geradezu symphonisches Klangmaterial ist ja ideal. Und es ist auch so, dass wohl, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Composers, Computerkomponisten haben mit Fröschen wohl gearbeitet. Ne? Also da kommt jeder mal drauf, dass das ja interessant ist. Und das war wirklich phänomenal, speziell wegen der Rotbauchunken, die es fast nicht mehr gibt und die diese Mikrotöne in der mittleren, in der eingestrichenen Oktave um das A-Ass rum machen. Und zwar die ganze, mehr als eine Stunde, die ganze Zeit sind die ja da. Und singen so ganz zart, ne? Und dann quaken die Frösche dazu. Also diese Kombination war ja besonders interessant. Und ich habe eine Maschine gebaut, die macht, was macht sie alles? Also sie besteht erstmal aus total präzis gestimmten Filtern. Also ich war in der Lage, sozusagen mit Messerschärfe wie laserscharf bestimmte Frequenzen herauszufiltern und zu boosten. Und da habe ich eigentlich nur 18 Tonhöhen, 3 Akkorde, 3x6, die also jeweils verbunden sind, sodass ich so eine Art Choralgesang aus 3 verschiedenen Harmonien, ganz einfach, aber mit dem 13. Oberton, mit 9 Intervallen nehmen konnte. Und diese Rotbauchunken, die Töne, die sie bringen, das war der Ausgangspunkt. Die Idee war, mit einem Filter bestimmte Frequenzen einzufangen, die die Frösche in sich haben. Unendlich viele Frequenzen klingen ja gleichzeitig in diesem Froschchor. Davon auszugehen und dann ein ganz einfaches, aber absolut artifizielles System von Tonen zu kreieren, 18 Stück in dem Fall, jeweils gestimmte Filter, durch die ich das Ganze spielen kann.
Und dann kann ich, gibt es also eine Art von Kompression, also ich kann das komprimieren und dann filtern oder erst filtern, dann komprimieren und auch die Ringmodulation, die diesen etwas Cembalo-artigen Klang reinbringt. Das war ja ein wahnsinniges Phänomen eigentlich jetzt so in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, dass man fast objektiv fast keine Melodien mehr komponieren konnte in der neuen Musik. Die hatten sich totgelaufen. Das ging irgendwie nicht. Also es gab natürlich die grandiosen Versuche wie Nono, der Zeit seines Lebens das melodische Element, diese Emotion, die melodische Emotion absolut hochgehalten hat, ohne den geringsten Kompromiss als Avantgardist einzugehen. Grandios dafür schon alleine. Oder auch zum Teil angefeindet, nur seine Gesangslinien und so weiter. Nono hat eben dieses Gefühl gehabt, das kann man doch nicht aufgeben. Aber die Lage war so, dass es eigentlich fast so im Adornoschen Sinne sich eigentlich fast verboten hat, noch Melodien zu schreiben. Also die Chance, dass man da in Klischees gelandet ist, war mindestens sehr, sehr groß und ist auch heute noch. Und vielleicht aber geht das jetzt wieder, wenn wir nicht 12, sondern hunderte von Tönen haben. Plötzlich geht es wieder. Ich kann diese ganzen Schattierungen einbringen, einen neuen Reichtum. Man fängt zugleich auch bei Null an. In diesem Zyklus für Cello und Orchester, Wir aber singen, habe ich eigentlich mit der konventionellen, doch temperierten Intonation, nicht gleichstufig temperierten, aber gewissermaßen in temperierten Intonation, wie sie ja üblich ist im Orchester, gerechnet. Es gibt da einige Instrumente, die einen Viertelton tiefer gestimmt sind und auch sogar ein Septimalkomma tiefer. Was war es? Dritte Flöte, drei, vier Instrumente. Also da sind schon diese Mikrotöne in der Form der harmonischen Bedeutung, Funktionalität eingeführt, aber alles ungefähr, nämlich auf der Basis der ungenauen Referenzen, könnte man sagen. Also, dass ich also nicht genau definiere, von wo eigentlich ist es um ein Komma tiefer gestimmt, die dritte Flöte. Also, das impliziert eigentlich von der normalen Art von Stimmung, also temperierten Stimmung. So würde ich heute, kann ich nicht mehr arbeiten, sondern jetzt stimmen wir die Instrumente absolut präzise, auch im Orchester. Das war damals diese Mikroton-Skordaturen, Umstimmungen, waren aufgesetzt auf eine praktisch konventionelle Stimmung des Orchesters, sodass man diese gewisse Ungenauigkeit überall hat. Aber mit dieser Ungenauigkeit ist es eigentlich eine ziemlich komplex tonale Musik.
Ja, da ist auch dieser Aufschwung, dieser Gestus da, mit dem die Kantate anfängt. James Tenney, Plain Sound Music, Harry Part. Eine Vorübung, eigentlich eine Versuchsfassung der ersten Arie aus der Kantate, dem Hörspiel mit der Friederike Mayröcker. Und tatsächlich sind es auch die Noten, ich habe sie dann auch so gelassen und nur die Klarinettenstimme von der Sängerin singen lassen. Wir haben dieses Konzert gehabt, ich hatte die Gelegenheit, alles mal auszuprobieren. Könnt ihr das überhaupt spielen? Wie klingt es? Und so. Das war toll. Dass ich da, ehe ich diese riesen Hörspielkantate von 76 Minuten sind es ja dann geworden, ganz komponierte, konnte ich, gerade als ich die erste Arie fertig hatte, ein Neuntel etwa, das konnte ich im Konzert ausprobieren und sehen, wie der Ecki das mit der Bratsche schafft und Marc mit der Geige, wie die zusammenklingen. Wie das mit der Tuba und der umgebauten Tuba und dem umgebauten Horn funktioniert. Wir haben ja da die Stimmzüge alle verändert, also reingestimmt und für das dritte Ventil im Doppelhorn zwei dritte Ventile und das dritte und vierte Ventil der Tuba wurden mit extra angefertigten Stimmzügen, die 20, 30, 40 Zentimeter länger sind, umgebaut. Und wie das alles funktioniert und dann die entscheidende Frage, der Gesang. Da hatte ich jetzt eben keine Sängerin, sondern einmal eine Klarinette. Der Winfried Rager musste da auf der Klarinette in diesem Podewil-Konzert von diesem Stück das spielen, was ich eigentlich für die Sängerin geschrieben habe. Und tatsächlich ist das für den Klarinettisten noch schwieriger, weil ich habe überhaupt keine Rücksicht genommen beim Komponieren der Melodie auf die Klarinette, mit Absicht nicht, sondern das bereits mit dem Text der Friederike Mayröcker für die Kantate komponiert. Und dann habe ich einfach für dieses Konzert dem Winfried die Noten gegeben und den Text konnte er sogar mitlesen, aber nicht spielen. So blieben die Tonhöhen übrig, die aber ohne jede Rücksicht auf den Bau der Klarinette komponiert waren, nämlich für eine Sängerin. Und da wollte ich dann mal sehen, wie kommt er damit zurecht. Also er hat eine Klarinette, die im Prinzip nach der temperierten Stimmung angeordnet ist. Also die Löcher sind so gebohrt. Und er ist ja wirklich ein super Spezialist für neue Musik. Hat sehr viele Griffe für abweichende Tonhöhen. Und die muss er da spontan einsetzen. Und das geht so weit, bis dass er den Schalltrichter der Klarinette zwischen die Knie gehalten hat, um die Tonhöhe noch zu modifizieren, wo er keinen geeigneten Griff haben kann auf der Klarinette. Kuan James Tenney, Plain Sound Music, Harry Partsch aus dem Jahr 2002 mit Winfried Rager an der Klarinette und dem Plain Sound Orchestra. Thank you.
Dieser Versuch der mikrotonalen Melodik in einem harmonischen Kontext von Begleitinstrumenten, ob das nun Kammermusik oder ein ganzes Symphonieorchester ist, bietet eben diesen Anreiz, diese Feinheiten sozusagen jeweils optimal zum Glänzen zu bringen. Also jeder Ton in seiner Feinschattierung kann einen irrsinnigen, wunderschönen Glanz haben, wenn er genau stimmt. Also sich genau, wenn man einen Begleitsound hat für den Klarinetten-Melodieton, der gut genug gestimmt ist, dann kann die Klarinette dort da hinein sich legen, was wunderschön ist. Mit anderen Worten ergeben sich daraus für den Komponisten, für mich dann ganz viele Kriterien, wie zu entscheiden, was für ein Melodieton soll eigentlich kommen, weil, also was kann man überhaupt spielen, wie in diesem Moment X in Takt 87, da ist jetzt der Klang, hat sich gerade aufgebaut im Hintergrund, und jetzt muss eigentlich dieser Ton in der Melodie kommen, so kann es gehen. Oder es kann andersrum gehen, dass ich denke, ach verdammt, also die Klarinette hat diesen, die muss unbedingt diesen Ton Y jetzt spielen, das muss einfach sich da aufschwingen auf den Ton. Also muss ich den Kontext des Orchesters so machen, dass dieser Ton Y, der jetzt kommen soll, dass der optimal rauskommen kann. Also es gibt dann diese Interaktion zwischen melodischer Emotion, melodischem Feeling, also dem Zusammenhang eines Tons in einer Phrase, also als Teil der melodischen Spannung, der Phrasenspannung und der harmonischen Farbe und Spannung im Kontext. Die Kantate oder Gottes Augenstern bist du mit Friederike Mayröcker, dem Plain Sound Orchestra und Xenia Lukic Sopran. Dann die Briefe, seine Briefe aus dem Kasten geholt. Seine unsichere, beinahe zitternde Handschrift mit einem Gedicht von Horaz, nämlich mit den Abstellhunden. Also bin ich in einem Paradies.
Passionsalter oder was? Texte, die sind natürlich unheimlich zündend. Es macht eigentlich enormen Spaß zu komponieren, wenn man also Texte vertont. Klar, weil es ist ja wirklich eine Wahnsinnsvorgabe da, auf die man eigentlich nur noch reagieren muss. Also ich muss ja dann diese Substanz, die ein guter Text mitbringt, die muss ich gar nicht mehr aus mir generieren und verantworten, sozusagen auf den Tisch stellen, aufs Tablett aufrichten, sondern das ist schon da. Ich habe dann allerdings als Komponist die Aufgabe, wirklich dem gerecht zu werden, das ist klar. Aber es ist, also das nicht zu vergeigen und unten drunter zu rutschen, unter das Niveau, Bewusstseinsniveau, was der Text etabliert. Gottes Augenstern bist du. Fünf Weile, sechs Weile, to break the news. Die Nachricht wird mir über das Telefon gebrochen. Es ist Sonntagmorgen, Sonnenaufgang. Sie rufen vom Krankenhaus an. Ihr Vater ist soeben gestorben. Also eine Reizüberflutung ist es irgendwo, das haben manche Stücke von mir ein bisschen an sich. Also eher sind sie dicht bepackt mit Informationen für das Ohr. Für viele vielleicht zu dicht, manchmal vielleicht auch zu intensiv. Also mit der Emotionalität, also da gibt es eben auch das Phänomen, dass man eine dichte Ladung kriegen kann oder eine dünne, ne? Eine dünne Wassersuppe, eine emotionale Wassersuppe gibt es auch viel in der Musik. Also da gibt es auch diese Spannbreite. Bei mir passiert es eben so, dass ich oft eher dichte Arbeiten abliefere, dafür weniger. Schreibe ich lieber weniger Stücke und mehr in eins rein. Das ist schon meine generelle Überzeugung, also meine Präferenz jetzt als Künstler, so vorzugehen, speziell auch hier und heute. Wo ich sehe, doch gesellschaftlich gesehen ist das Interesse nicht so groß. Ich neige dazu zu denken, also ein paar Eis genügt, wenn man eine begrenzte Zahl von Stücken in den Ring schmeißen kann. Und da lieber dann mehr drin. Jeweils. Also es ist, ich weiß nicht, passiert bei mir so, vielleicht manchmal fast zu extrem dicht gepackt, das mag sein. Übrigens, umso absurder finde ich dieses alte klischeemäßige Schlagwort da von der neuen Einfachheit aus dem Wasser, aus der Zeit 1900, wann war das, 80 oder wann. Ne? Also das passt einfach überhaupt nicht auf meinen Kram. Also alles andere als neue Einfachheit ist das jedenfalls. Thank you.
ich schreibe doch jetzt dieses Stück für Klarinette und Orchester. Also natürlich, da ist es die Aufgabe, mit der Klarinette das zu machen. Ich habe mit dem François Bender, tolle Klarinettist, wir haben das Repertoire seiner mikrotonalen Fingersätze aufgelistet. Also statt etwa 40 chromatischen Tönen oder wie 48 oder ich weiß nicht, wie viel das sind, vom tiefsten bis zum höchsten Ton, die traditionellen Fingersätze, er hat über 450 Töne zur Verfügung, vom tiefsten bis zum höchsten Ton. Und die jetzt einzusetzen, ist also eine spannende Sache. Ich kann jetzt seine Fingersätze, wir haben genau gemessen, wo die zu liegen kommen, zwischen den traditionellen temperierten Tönen. Ich weiß also, welche Tonhöhe jeweils ein Fingersatz sozusagen am liebsten angibt. Er kann ja sowieso dann noch 20 Zent tiefer und höher immer spontan machen. Also dieses Repertoire jetzt auszukomponieren, auch melodisch, und da danach zu suchen, was ist mit der Phrasierung? Wie hängt die Intonation und die Phrasierung zusammen, also der melodische Sinn, nicht wahr? Das sind spannende Fragen.